Es gibt wohl kaum jemanden mit einer größeren Vorbildfunktion als Prominente. Da sie nämlich täglich Millionen von Fans begeistern, haben sie eine sehr große Verantwortung und versuchen deswegen selbstverständlich meist darauf zu achten, in der Öffentlichkeit nicht unangenehm aufzufallen. Umso schockierender ist es, wenn die Stars der Meinung sind, sie hätten es nötig, andere zu betrügen. In diesem Video präsentieren wir euch daher 8 Prominente, die beim Betrügen erwischt wurden. Mit dabei sind dramatische Trennungen, kriminelle Machenschaften und sogar Skandale, die schwere politische Folgen hatten. Daher bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und by the way Leute, wir sind ab jetzt übrigens wieder auf Instagram unterwegs und versorgen euch dort täglich mit interessanten und unterhaltsamen Posts. Und vielleicht ja auch mal mit dem ein oder anderen Exclusive-Video, zum Beispiel über Knossi oder so. Wer weiß. Followt auf jeden Fall, um auf dem Laufenden zu bleiben und check that out. Link in der Videobeschreibung. Auf der Nummer 8 haben wir einen der berühmtesten Musiker Deutschlands, und zwar Bushido. Der Berliner Rapper ist mit fast 3 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten Künstler, die dieses Land je gesehen hat. Die meisten kennen ihn neben seiner Musik auch für seine Streitereien mit anderen Rappern und Promis, seine Skandale und für seine harten Texte, in denen er meistens das schwere Leben im Brennpunktviertel und die Kriminalität dort thematisiert. Neben diesen Angelegenheiten ist Bushido aber auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er besitzt unter anderem zahlreiche Immobilien, eine eigene Plattenfirma und sogar einen Angelladen. Und um genau diesen Angelladen geht es in diesem Betrug. 2014 meldete sich Bushido nämlich bei der Polizei, weil sein Angelladen in Berlin, der Into the Blue heißt, angeblich ausgeraubt wurde und dabei viele wertvolle Fische und Korallen, aber auch eine hohe Summe an Bargeld geklaut wurden. Der Rapper gab an, dass so ein Schaden von 360.000 Euro entstanden sei, der von der Versicherung bezahlt werden müsste. Als Polizisten allerdings den Tatort untersuchten, bekamen sie Zweifel und stellten in Frage, ob denn wirklich eingebrochen wurde. Die Polizisten bemerkten nämlich, dass Bushido den Einbruch nur vorgetäuscht hatte, um das Geld von der Versicherung zu kassieren. Da in den Laden niemals wirklich eingebrochen wurde, handelte es sich in diesem Fall also um einen Versicherungsbetrug, der für Bushido ernste Konsequenzen hatte. Der Rapper wurde nämlich zu einer Strafe von 11 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Kommen wir als nächstes zu einem Betrug, der nicht nur für den Promi selbst schwere Folgen hatte, sondern auch für viele Fans ein regelrechter Schock war. Die Rede ist von der amerikanischen Schauspielerin Kristen Stewart, die 2008 mit ihrer Rolle der Bella Swan in der Vampir-Trilogie Twilight weltberühmt wurde und seitdem eine der gefragtesten Schauspielerinnen der Welt ist. In Twilight spielte sie die Geliebte des Vampirs Edward, der vom Schauspieler Robert Pattinson gespielt wurde. Allerdings beschränkte sich die Liebe der beiden nicht nur auf ihre Filmrollen. Denn kurz nachdem sich die beiden Schauspieler kennenlernten, waren sie auch abseits der Kamera unsterblich ineinander verliebt und schon kurz darauf ein Paar. Die Beziehung der beiden Stars war sogar so intensiv, dass sie bereits nach kurzer Zeit überlegten, bald zu heiraten. Jedoch sollte es nie dazu kommen. 2012 wurde Kristen Stewart nämlich von Paparazzis dabei erwischt, wie sie in der Öffentlichkeit mit dem Regisseur und Filmproduzenten Rupert Sanders rumknutschte. Natürlich bekam das auch Robert Pattinson mit. Der verzieh Kristen Stewart diesen Fehler zwar zunächst, allerdings hielt ihre Beziehung danach nur noch für wenige Monate. Auf der Nummer 6 haben wir einen Betrug, der für die Politik in Deutschland massive Folgen hatte. Es geht um die Person, die den mit Abstand längsten Namen in dieser Liste hat. Und zwar um Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Buhl Freiherr von und zu Guttenberg. Oder kürzer Karl Theodor zu Guttenberg. Zu Guttenberg war ein deutscher Politiker, Unternehmensberater und Mitglied der CSU. Der 49 Jahre alte Münchner war lange Zeit eine Art Shootingstar der deutschen Politik und galt für viele als Hoffnungsschimmer in der Parteienlandschaft. So kam es sogar, dass zu Guttenberg 2009 erst Wirtschafts- und 2011 sogar Verteidigungsminister wurde. Seine große Beliebtheit und Anerkennung hielt jedoch nicht lange an. Viele behaupteten nämlich, dass er seine Doktorarbeit gar nicht selbst verfasst, sondern abgeschrieben hätte. Als Beweis wurden im Internet zahlreiche Passagen veröffentlicht, die zu Guttenberg einfach kopiert haben soll.
Der Minister wies diese Vorwürfe jedoch zunächst zurück und behauptete fest, er hätte alles selbst geschrieben. Allerdings wurde der Druck aus der Öffentlichkeit so groß, dass die Universität Bayreuth eine genaue Untersuchung durchführte, um herauszufinden, ob zu Gutenberg nun wirklich abgeschrieben hatte oder nicht. Das Ergebnis war dann eindeutig. Zu Gutenberg hat laut der Uni bewusst kopiert und dementsprechend eine Straftat begangen. Als Strafe musste er 20.000 Euro zahlen und sein Doktortitel wurde ihm sofort wieder aberkannt. Kommen wir als nächstes zur Nummer 5 und damit zu einem Mann, der nicht nur das gleiche Alter wie zu Gutenberg hat, sondern auch für einen der größten Betrugsfälle in der Geschichte des Sports sorgte. Lance Armstrong war nicht nur der jüngste Straßenweltmeister aller Zeiten, er gewann auch 7-mal das wichtigste Radrennen der Welt, die Tour de France. Seine große Karriere wurde allerdings immer wieder von Skandalen überschattet. Denn regelmäßig wurde der Vorwurf laut, Armstrong würde im großen Stil dopen und nur aus diesem Grund so viele Rennen gewinnen. Der Radprofi wies diese Anschuldigungen jedoch immer zurück. Jedoch kam 2012 dann der Schock. Einige ehemalige Teamkollegen von Armstrong sagten nämlich aus, dass sie zusammen mit ihm gedopt hatten. 2013 gab Armstrong in einem Interview schließlich zu, dass er all die Jahre gedopt hatte. Kommen wir auf der Nummer 4 zu einem der bekanntesten YouTuber Deutschlands, zu Simon Dessew. Der Hamburger lädt schon seit 2009 Videos auf seinem Kanal hoch und gehört damit zu den erfahrensten YouTubern dieses Landes. Obendrein ist er auch als Geschäftsmann tätig. Allerdings fällt er in diesem Bereich immer wieder negativ auf. So zum Beispiel mit seiner 10K-Challenge aus dem letzten Jahr. Bei dieser Aktion sollten seine Fans die Möglichkeit bekommen, mit Produkttests von Amazon Geld zu verdienen. Dafür mussten sie monatlich 9,90 Euro bezahlen, um anschließend 200 bis 300 Euro zu verdienen. So war zumindest das Versprechen. Das Ganze stellte sich jedoch als Betrug heraus. Dieser Betrug flog auf, als sich ein Team von Funk unter falschem Namen bei der Aktion anmeldete. Was sie herausfanden, war schockierend. Denn in den ersten 4 Wochen verdienten sie kein Geld, sondern gaben einzig und alleine die Mitgliedskosten von 9,90 Euro aus, ohne dass ihnen ein Produkt zum Testen zugeschickt wurde. Dazu bekamen die Journalisten seltsame WhatsApp-Nachrichten von Fake-Nummern, die schrieben, dass man aufgrund eines Fehlers erst demnächst Geld verdienen würde. Als man nach einiger Zeit dann doch ein paar Produkte bewerten konnte, musste man diese allerdings mit seinem eigenen Geld bestellen, was einem vorher nie gesagt wurde. Das Betrügerische, die Produkte wurden dabei allesamt von Simon Dessew selbst verkauft. Das Ganze war also ein Trick, damit Simon Dessew eigene Produkte verkaufen und damit viel Geld verdienen konnte. Kommen wir nun zu einem der größten Promis Österreichs, der vor einigen Jahren beim Betrügen erwischt wurde. Und zwar zu Arnold Schwarzenegger, dem wahrscheinlich berühmtesten Bodybuilder der Geschichte, der gleichzeitig auch Filmstar und Gouverneur von Kalifornien war. Das Multitalent war zudem jahrelang mit einer Nichte von John F. Kennedy verheiratet und hatte mit ihr 4 Kinder. Allerdings ging diese Ehe 2011 in die Brüche. Es kam nämlich heraus, dass Schwarzenegger seine eigene Frau betrogen hatte. 1996 brannte Schwarzenegger nämlich mit seiner Haushälterin Mildred Boehner durch, während seine Ehefrau gerade im Urlaub war. Laut Schwarzenegger war er damals einfach zu willensschwach, um Boehner zu widerstehen. Der große Skandal war allerdings nicht der Seitensprung selbst, sondern die Folgen davon. Die Haushälterin wurde nämlich schwanger und nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass Arnold Schwarzenegger der Vater war. Als 2011 schließlich alles aufflog, machte Schwarzeneggers Ehefrau sofort Schluss und reichte die Scheidung ein. Machen wir weiter mit einem Betrug, der sich in einer der beliebtesten deutschen TV-Shows aller Zeiten ereignet hat. Die Rede ist von Schlag den Raab. Bei Schlag den Raab traten regelmäßig Kandidaten gegen den legendären Moderator und Entertainer Stefan Raab an, um in 15 verschiedenen Spielen einen Millionenbetrag zu gewinnen. Eine der wichtigsten Regeln war dabei, dass keiner die Spiele vorher kannte, um sich eventuell darauf vorbereiten zu können. Allerdings kam 2008 der Verdacht auf, dass Raab sich auf ein Spiel der Sendung heimlich vorbereitet hätte. Und zwar war es ein Spiel, bei dem er und der Kandidat gegeneinander Jetski fuhren. In einer Talkshow, die ein paar Tage vor der Schlag den Raab-Folge im Fernsehen lief, sagte nämlich Raabs damaliger Kollege Oliver Pocher, dass Raab gerade bei Proben sei, um Jetski fahren zu üben.
Da Raab wenige Tage später in der Show tatsächlich Jetski fuhr und das Jetski-Spiel souverän gewann, wurden nun die Vorwürfe laut, dass Raab geschummelt hätte und er deswegen einen Vorteil gegenüber dem Kandidaten gehabt hätte. ProSieben, aber auch Stefan Raab, wiesen dies allerdings entschieden zurück. Am Ende dürfte es dem Kandidaten aber auch egal gewesen sein, da Raab die Sendung knapp verlor. Dennoch gab es seitdem immer wieder Gerüchte, dass es bei Schlag den Raab möglicherweise mehr Absprachen gab, als die Zuschauer glaubten und dass Raab möglicherweise sogar während der Sendungen Hilfestellungen bekam. Als letztes haben wir einen Betrugsfall, der sehr aktuell ist. Und zwar geht es um Kylie Jenner und genauer gesagt um ihr Vermögen. Das wurde nämlich auf über 1 Milliarde Dollar geschätzt. Seit einigen Tagen geht allerdings das Gerücht rum, dass Kylie Jenner eigentlich gar keine Milliardärin ist. Das Forbes-Magazin, das ihr zunächst diesen Titel gegeben hatte, hat nämlich ihr Kosmetikunternehmen genauer unter die Lupe genommen. Wegen möglichen falschen Steuererklärungen und ungenauen Aussagen über ihr Einkommen musste das Magazin den Kontostand der Influencerin nach unten korrigieren. Jenners Vermögen wird so nur noch auf 900 Millionen Dollar geschätzt, womit sie über ihren Status als Milliardärin gelogen hätte. Kylie Jenner bestreitet das Statement von Forbes übrigens und sagt, dass es sich um unrichtige Aussagen und unbewiesene Annahmen handelt. Und das war's auch schon mit unserem Video. Wie ihr seht, können Prominente auf viele Arten und Weisen betrügen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen Betrug ihr am krassesten fandet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.